Hallo und herzlich willkommen zurück zu Silent Hill 2 und dem Beagle. Wir sind noch in meinem Brookhaven Hospital, aber diesmal in der Silent Hill Welt quasi. Wir sind gewechselt, die Sirenen haben ein eindeutiges Zeichen gegeben. Und ja, die Gegner hier sind ein bisschen happiger. Ich muss gucken, wie ich den scheiß Krankenschwestern da ausweiche. Wenn sie überhaupt auszuweichen sind, weil die Rostigen sind irgendwie stärker als die, naja, ich fange hinten an. Gut. Kaputt. Ist offen. Mit Gegnern, ohne Gegnern. Oh, danke. Was habe ich bekommen? Ich habe ein paar Gesundheitsdrinks und so. Ich hoffe, ich brauche nicht zu viele. Ich habe letztes Mal so. Es ist nur Kritzen, da steht etwas. Sie ist ein Engel, keiner weiß es, nur ich kann die Dame der Tür sehen. Sie können nicht über ihre Fadenbrücke gehen. Sie fallen durch die Schwere ihrer Verbrechen. Ey, Satzzeichen sind so geil, ne? Wie aufgedunsene und hässliche Leichen ihre Sünden, sie vernichten, sie sünden, die Sünde und Sünder gleichermaßen. Sie rettet mich, sie ist ein Engel. Satzzeichen sind schon phänomenal, fast kosmisch, genauso wie Groß- und Kleinschreibung. Just saying. Nur mal. So. Hä? Den Überblick verloren, weil ich mich schon bewegt habe, als ich aus dem Menü rausgegangen bin. Ist Mary eigentlich hier irgendwo? Ach, nicht Mary. Maria hier eigentlich irgendwo noch? Oder ist Maria jetzt? Maria ist nicht hier. Wo könnte sie hingegangen sein? Warum habe ich jetzt einen Atem im Ohr? Ich glaube, ich will es nicht wissen. Vielleicht ist Maria aufgegangen, dass ich mich nicht für sie interessiere. Nun. Nee. Es ist Silent Hill, es gibt bestimmt mehrere Enden. Und ich wette, Maria hat mit irgendeins der Enden zu tun. Ist nichts. Okay. Sollen wir erst auf den Dachboden gehen? Oh Gott. Alter. Könnt ihr bitte sehen, was wir tun? Oh, Nadu. Aua! Wie weh tat das jetzt? Nicht so weh. Okay. Diese dämliche Scheißbitch. Special Treatment Room. Ob ich da in der Silent Hill Welt rein möchte, weiß ich halt auch nicht. Oh Gott sei Dank, Schloss ist kaputt. Wie dankbar man auf einmal ist, wenn so ein Schloss kaputt ist. Die ganze Zeit, oh, Schloss kaputt. Ich drücke auf die Knöpfe, aber der Aufzug rührt sich nicht. Knöpfe, Mehrzahl? Okay. Hier ist nichts. Also ab zum... Ich hätte die also auch liegen lassen können? Scheiße. Na gut. Na gut, na gut, na gut, na gut. Ich kann nicht speichern. Oh, traumhaft. Dann machen wir das auch. Speichern ist Gold. Ich gehe nach oben. Vielleicht ist das dumm, aber ich fange lieber oben an. Ich bring das vielleicht schon abgestorben. Ach, oh, Gott sei Dank. Es ist kaputt! Oh yeah! Was? Freue ich mich darüber? Nein, niemals. Das ist ganz schön. Oh, okay. Jetzt bin ich ein bisschen irritiert, aber. Ist gut. Okay.
Okay, dann behaupte ich, muss ich mit dem Aufzug auf Etage 2 fahren. Noch weiter runter. Bin ich hier? Ah, okay. Dann muss ich jetzt wieder komplett hochlaufen und den Aufzug zu Etage 2 nehmen. Warte mal, wie weit bin ich denn jetzt hier oben gelaufen? Ja, noch eine weiter hoch. Ich habe so einen Schreck gekriegt von dem Geräusch. Ich bin gerade ein bisschen angespannt. Dabei passiert ja eigentlich gerade gar nichts, aber Silent Hill wirkt halt genau so. Sorgt doch noch ein bisschen dafür, dass ich überhaupt nicht mehr weiß, wo ich lang möchte. Ich habe den Storeroom nicht ausprobiert. Okay. Ah, und der geht auch noch auf. Interessant. Oh. Schrode. Alter, das ist ja geil. Gut, dass ich den ausprobiert habe, den Raum. Ach komm, James. Das ist ein Traum gewesen. In einem wunderschönen Traum. Na 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 na. Bin ich ja hergekommen. Ich könnte das Treppenhaus versuchen, aber ich glaube, das führt eigentlich zu nichts. Das wäre mir zwar lieber, aber. Was? An der Tür ist das Gemälde einer Frau. Bizarrerweise erscheint die Hand auf dem Gemälde in 3D und steht hervor. Ich muss der bestimmt was in die Hand drücken. Die Frage ist, warum? Ich kann ja hier auch zu den Etagen, oder sehe ich das jetzt falsch? Ach, schon wieder irgendwo. Aua! Nein! Oh Gott, hinter mir. Aua, nicht schlagen, beißen, treten oder sonst irgendwas, was man falsch verstehen könnte. Alter, die hat mich schon wieder. Die tun weh. Ich bin zu doof, denen auszuweichen. Will ich jetzt gar nicht mal leugnen. Okay, ich fange hinten an. Ah! Ich habe jetzt eigentlich damit gerechnet, dass ich genau nicht da reinkomme, aber da liegt auch was. Oh, ist der Hilfekasten? Oh. Ich war eingeschlossen im Keller des Kellers. Es war so eng und dunkel und ich hatte solche Angst. Ich verlor meinen wertvollen Ring, aber ich werde nie wieder dorthin zurückgehen. Ich habe die Trockenzellenbatterie. Ich habe den Schlüssel zum Lagerraum im Keller. Ein Teil der Tepit ist heruntergerissen. Auf der Wand darunter ist irgendeine Zeichnung zu sehen. Suchen diese Hände nach etwas oder sind sie nur ein Zeichen von Schmerz? Ich hatte ein. Mein Glotz noch auf. Da liegt auch was. Ah, sehr schön. Jetzt dürfen gerne alle anderen Türen kaputt sein. Das wäre ganz nett. Ist okay. Ich könnte eh noch mal einen neuen Heiltrank gebrauchen.
Oh, man hat mich erhört. Ich bin so froh, dass ich es jetzt auf einfach gestellt habe. Ich weiß, er glotzt auch noch mehr. Was habe ich jetzt eingesammelt? Man weiß es nicht genau. Wartet mal. Batterie. Aha. Keller. Ich habe einfach 160 Patronen, was ich geil finde. Ich könnte eigentlich auch mal so eine Krankenschwester wegballern. Einfach um für die Genugtuung. Ja, nur. So, auf der einen Seite denkt man sich, wäre cool, wenn auf ist. Auf der anderen Seite denkt man sich, ich will gar nicht, dass es auf ist. Ah, oh, tragisch. Noch hier vorne. Aber ich bin immer schockiert, so, oh nein, sie geht auf. Was bin ich denn hier? Dayroom. Okay. Da ist ein Kühlschrank. James, wirklich? Hm. Also, die Tür ist so schwer, dass ich sie allein nicht öffnen kann. Du kannst sie alleine nicht öffnen? Ist das dein Ernst? Ach, Jamesy. Das ist peinlich. Was? Wait, what? Was verstehe ich hier nicht ganz richtig? Ist das eine Tür? Nee. Ist sonst auch nichts außer diesem Kühlschrank, ne? Ja, von mir aus. Leben. Abgeschlossen. Gut. Schloss ist kaputt. Ich muss jetzt noch. Ja, von da aus dann in den Keller. Vielleicht sollte ich hier die Batterie in der Hand drücken, ich weiß nicht. Vermutlich eher nicht. Andererseits. Wo ist die Batterie? Nein, will sie nicht, die Batterie. Macht doch aber voll Sinn, Leute. Verdammt. Na gut. Was? Ah, hier ist noch eine Kamera! Richtigen Weg. Mir ist jetzt gerade sehr warm. Na komm, speichern ist Gold. Danke. Lasst euch nicht darüber hinwegtäuschen, dass ich gerne. Ich finde das sehr anspannend hier. Alter, hat nichts daran, dass ich müde bin. Aber wie sagt man so schön, dann kickt das einfach noch mehr, wenn man müde ist. Ich will ja nicht in den Keller rein, wo es so komisch quiekt. Ich will da nicht rein. Ich habe das Gefühl, dass Pistole vielleicht gar nicht so verkehrt ist. Achso. Ich bin. Das ist ein Regal. Es scheint nichts drauf zu sein. Ja, aber. Ja. Mit einer Hand. Hauptsache kannst du ein Stückchen festhalten. James. Oh Gott! Hm?
Mary? Oh, Maria. It's you. I thought you were... Sorry. Anyway, I'm glad you're alive. Anyway? What do you mean, anyway? Whoa. You don't sound very happy to see me. I was almost killed back there. Why didn't you try to save me? All you care about is that dead wife of yours. I've never been so scared in my whole life! You couldn't care less about me, could you? No, I just... Then stay with me! Don't ever leave me alone! You're supposed to take care of me! Warum? Du bist eine Fremde! So, what about Laura? Did you find her? Yeah, but... She ran away. We've got to find her. Was will die Frau von mir? You really seem to care about her. Do you know her? I've never met her before. I just feel sorry for her. She's all alone. And for some reason, I feel like it's up to me to protect her. Jetzt hab ich die wieder an der Backe kleben. Ach du Scheiße. Ein Kupferring. Das ist alles? Ja. Okay. Für den Kupferring. Welche andere haben wir für einen Kupferring? Wie hat sie mich eigentlich hier unten gefunden? Das ist viel dringendere Frage. Gott, hör auf. So, wir müssen ganz nach oben. Maria. Warum will die eigentlich, dass ich mich um sie kümmere? Ich kenne die vielleicht 5 Minuten, ey. Ja gut, ein bisschen länger ist jetzt schon. Lass es 10 sein, aber trotzdem. Der Michi Kuh. Ups. Hab ich dich umgerannt? Tragic. Ich bin falsch. So. Jetzt bin ich wieder richtig. Ich könnte mir versuchen, den Kühlschrank aufzumachen. Ja, das machen wir mal. War das nicht hier? Doch, das war hier. Du musst bitte. Will mich verarschen. Das war eine Etage tiefer. Okay, warte. Erst versuche ich das mit dem Kupferring. Kann es wohl sein, dass ich schon alles getötet habe. Ui, ich hoffe, ihr hört meinen Magen gerade nicht. Der macht seltsame Geräusche. Und jetzt? Kann ich... Krieg ich den... Ich krieg den Ring wohl nicht wieder. Misch. Na egal. So, Mary, wir müssen... Maria, wir müssen nach 2 oder so schauen. Da musst du mir helfen. Warum? Hi there, everybody! Thanks for tuning in! Welcome to another exciting edition of... Trick
or treat! Here you either answer the question trick or treat and win a great prize, or fail to answer correctly and receive the punishment. It all depends on you. And our lucky, or should I say unlucky, challenger today is James! Nein. James Sunderland! Are you ready to play trick or treat? Nein. Okay, here's your first question. Nein. Merry-go-round, haunted house, roller coaster, Ferris wheel, and teacups. Silent Hill is home to a thrilling amusement park that both children and adults love. Question is, what is the name of this amusement park? 1. Fantasyland. 2. Silent Hill Amusement Park. 3. Lakeside Amusement Park. Lakeside Amusement Park. On to question number 2. Silent Hill witnessed a gruesome murder a few years back. Brother and sister were playing in the road when they were attacked and chopped into pieces with an axe. Torn flesh, smashed bones, spattered blood, and finally... What a terrible tragedy! What a gruesome end to such innocent lives! Now, the question. What was the name of the murderer who committed this vile act? 1. Walter Sullivan. 2. Walter Sullivan. Scott Fairbanks. 3. Eric Guy. Now, for our third and final question. South of the lake is a deserted old neighborhood called South Bay. There to Paleville, the central resort area northwest of the lake, there's only one road you can take. Just one road, no more. The third and final question is... Yeah. What is the name of that road? Wo soll ich das wissen? Buckman Road. 2. Rendell Street. Mal ganz im Ernst, wo soll ich das... Nathan Avenue. Es könnte Nathan Avenue sein. That's the last of our questions. Have you got it all figured out? When you know the answers, head to the storeroom on the third floor to collect your prizes. But be careful if you're wrong. Well then, everybody, thanks for tuning in. See you again sometime. Bye-bye. Also ich bin mir relativ sicher, dass ich die Antwort kenne. Fantasyland? Lakeside Amusement, what was Sullivan und Nathan Avenue. Das war sogar richtig. Ich war sogar richtig, Leute. Geil. Ihr Lieben, ich mache hier einen Cut rein. Das kam unerwartet. Wir gehen jetzt erst da hinten. So, wo wollte ich? Sollte ich dann hin? Ach du Scheiße. Ich weiß es nicht. War es dritte Etage? Ich glaube ja, ne? Egal. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Habt einen schönen Tag und haut rein.